Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier lernst du, wie man eine Angabe von Tagen in Stunden umrechnet. Also du hast eine bestimmte Anzahl von Tagen gegeben und möchtest wissen, wie viele Stunden das sind. Und genau das lernst du jetzt mit Beispielen. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, hier mal eine Übersicht über die Zeiteinheiten. Und wenn wir von Tage auf Stunden umrechnen wollen, brauchen wir natürlich nur diesen Anteil hier. Und hier sieht man auch schon, also Tage, Abkürzung D, Stunde, Abkürzung H, und zwar jeweils klein. Und um von Tage auf Stunden umzurechnen, wird die Anzahl der Tage mit 24 multipliziert. Also ganz einfaches Beispiel, sagen wir haben zwei Tage, also 2D, und wollen wissen, wie viele Stunden das sind. Also nehmen wir die 2 und multiplizieren sie mit 24. Das ergibt dann Stunden. Also 2 mal 24, das ist 48 Stunden. Zwei Tage sind 48 Stunden. Nächstes Beispiel, wir haben 14,2 Tage. Wie viele Stunden sind das jetzt? Also nehmen wir die 14,2 und multiplizieren sie mit 24 Stunden. 14,2 mal 24 H, und das Ergebnis sagt aus, wie viel 14,2 Tage in Stunden sind. Zwei Möglichkeiten, mache ich beide mal. Erst Taschenrechner, dann schriftliche Multiplikation. 14,2 mal 24 sind 340,8 Stunden. So, wer das jetzt per Hand ausrechnen will, macht die schriftliche Multiplikation. Also 14,2 mal 24. 14,2 mal 24. 2 mal 2 sind 4. 2 mal 4, 8. 2 mal 1 sind 2. Und hinten 4 mal 2 sind 8. 4 mal 4 sind 16. Also 6 schreiben, 1 merken. 4 mal 1 ist 4, plus die gemerkte 1 ist 5. So, schriftliche Addition, hinten einfach eine 8. 4 plus 6 sind 10, 0 schreiben, 1 als Übertrag. 4 plus 5 ist 13, plus 1 ist 14. 4 schreiben, 1 als Übertrag, 2 plus 1 ist 3. Also 3408. Wir haben hier eine Stelle hinter dem Komma, hier keine Stelle hinter dem Komma, also insgesamt eine Stelle hinter dem Komma, also eine Stelle auch im Ergebnis hinter dem Komma. 340,8. Nehmen wir noch ein Beispiel. Sagen wir haben 3 Tage und 5 Stunden. Was ist das Ganze in Stunden? So, 3 Tage haben wir, also 3 mal 24 Stunden. 3 mal 24 und nochmal 5 weitere Stunden, also plus 5. So, 3 mal 24 Stunden plus 5 Stunden. Hier gilt Punkt vor Strich, also rechnen wir erstmal das hier aus. 24 mal 3. Sind 3 mal 20 sind 60, 3 mal 4 sind 12, das sind 72 Stunden plus die 5 Stunden. 72 plus 5, das sind dann also insgesamt 77 Stunden. Falls du noch weitere Erklärungen zu diesem Thema, also zu Zeiteinheiten, haben möchtest oder noch Übungsaufgaben mit Lösungen brauchst, dann schau mal unter dieses Video, dort packe ich dir beides hin.
Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.